Nach einer fast siebenjährigen Pause bei Soul Calibur 6 von einer Fortsetzung zu sprechen, halte ich für etwas vermessen. Für mich stellt sich der Waffenprügler trotz der Zahl im Namen eher als Reboot-Versuch dar. Es wirkt, als ob das Project Souls-Team alles auf den Prüfstand gestellt hat. Angefangen von den Modi über den Editor bis hin zum Kampfsystem. Denn das zeigt sich in der aktuellen Ausgabe so griffig wie schon lange nicht mehr. Es bleibt natürlich dabei, dass die Bewegung im Raum weiterhin eine wichtige Rolle in der Kampftaktik spielt. Und das Team hält auch glücklicherweise an der im Kern simplen, aber mit zunehmender Kenntnis viel Tiefgang offenbarenden Mechanik fest. Es gibt je eine Taste für Block, vertikalen Angriff, horizontalen Angriff, ideal um in die Tiefe ausweichende Gegner aufzuhalten, und Tritt. Diese werden in Kombination mit anderen Tasten sowie den 8 Richtungen variiert und lassen sich zu ansehnlichen Kombos verknüpfen. Sehr schön. In der Theorie gibt es für jede Aktion eine passende Gegenmaßnahme. Da die Geschwindigkeit der Kämpfe allerdings im Vergleich zum Vorgänger wieder massiv zugelegt hat und damit an Soul Calibur 2 erinnert, braucht man mehr als gute Reaktionen, um den Block zu setzen oder andere Kontermaßnahmen einzuleiten. Das Balancing zeigt auch nach einigen Stunden keine offensichtlichen Schwächen, was auch darin begründet ist, dass viele Attacken aus den Vorgängern bekannt sind und hier nur leicht modifiziert oder mit frischen Bewegungen ergänzt wurden. Die beiden neuen Figuren im Soul Calibur-Universum, Grö und Asvel, fügen sich hier ebenso nahtlos ein wie Witcher Geralt von Riva, der als Gast die Nachfolge von Ezio Auditore antritt. Head's pounding. Where the hell am I? Zusätzlich zu den Standardangriffen bietet Soul Calibur 6 eine gute Mischung aus Sondermechaniken wie dem Soul Charge aus Teil 3, dem Critical Edge aus Teil 5, dem Guard Impact oder dem Armor Break, den man auch aus den letzten beiden Episoden kennt und bei dem man erneut dem Gegner die Rüstung vom Leib prügeln kann. Und mit dem Reversal Edge System gibt man dem Spieler eine weitere interessante neue Option an die Hand, um die ohnehin hohe Dynamik der Auseinandersetzungen zusätzlich zu verstärken. Zwar kann man diese spezielle Funktion eigentlich jederzeit aufladen oder aktivieren, doch am effektivsten ist sie als Konter nach einem Block, was allerdings genaues Timing erfordert. Egal ob initiativ oder als Reaktion, wird jetzt die Kamera näher an die Kämpfer geführt, während eine Zeitlupe beginnt, in der sich beide Akteure für einen vertikalen, horizontalen oder Trittangriff entscheiden. Das Ergebnis dieser Entscheidung wird nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip ermittelt und eindrucksvoll angezeigt. Angefangen von einer Wiederholung der Aktion bei Egalisierung bis hin zu einem verheerenden Angriff. Da man auch während der Zeitlupe Einfluss auf die Position seiner Figur nehmen und so seine Entscheidung zusätzlich verstärken kann, indem man zum Beispiel einem vertikalen Angriff ausweicht und Angriffe mitunter auf beiden Seiten verpuffen, entwickelt sich das eigentlich simple Element zu einem spannenden Nervenspielchen. Doch so eindrucksvoll die Effekte auch eingesetzt werden und damit das Kampfgeschehen mit seinen jederzeit überzeugenden Animationen sowie der akkuraten Kollisionsabfrage ergänzen, kann mich die mithilfe aktueller Unreal-Technologie dargestellte Kulisse nicht immer abholen. Die Figuren wirken häufig etwas plastikhaft, die Mimik bei den Vorstellungen der Kontrahenten samt kurzem Trash-Talk bleibt im Detail ebenfalls im Bestfall auf Durchschnittsniveau. Who the hell are you? Well, aren't we cheeky? All right, then. Hier ist zum Beispiel Injustice 2 eine ganze Klasse besser. Doch auch die Arenen können nicht uneingeschränkt begeistern. Stilistisch zwar gelungen und eine breite Palette an Umgebungen bis hin zu Kaer Morhen aus The Witcher anbietend, wirkt vieles steril. Bei den Modi hingegen dürfte eigentlich jeder etwas finden, um glücklich zu werden. Neben den Revanche an Revanche reihenden Duellen gegen einen menschlichen Gegner auf der Couch darf man sich auch online versuchen. Wahlweise nur zum Spaß oder in Ranglistenkämpfen findet man schnell Gegner, wobei in den Testmatches keinerlei Lags zu spüren waren. Solo fallen vor allem zwei Modi auf. Die Seelenchronik beschäftigt sich mit allen Figuren und bietet eine sich überschneidende Zeitlinie, die einen durch die Geschichte der Seelenschwerter in der Schlussphase des 16. Jahrhunderts führt. Der Clou: Man kann jederzeit zwischen den einzelnen Figuren, bei denen sogar Geralt von Riva gut integriert wurde, hin und her springen. Zusammenhänge zwischen den Einzelschicksalen werden dabei gut herausgearbeitet, insbesondere wenn man einem Faden bis zum Ende folgt, bevor man sich einem weiteren zuwendet. Noch längere Unterhaltung bietet die als Missionsmodus verpackte Erzählung Waage der Seelen. Es gibt mehr als genug primäre Missionen oder Erzählsequenzen und noch mehr Nebenaufgaben. Mit den Entscheidungen, die man mitunter in den Gesprächen fällt, beeinflusst man nicht nur den Ausschlag auf der Seelenwaage, die je nach Ausrichtung neue Schauplätze oder Aufgaben bereitstellt. Je nachdem tun sich allgemein neue Wege auf, verschwinden Nebenmissionen oder ergeben sich neue Möglichkeiten, sich über Kämpfe, Erfahrung für den Levelaufstieg und damit mehr Lebenspunkte, Gold oder zusätzliche Ausrüstung wie Essen für temporäre Buffs und so weiter zu erspielen.
Die gelegentlich auftauchenden Boni, Mali oder Kampfbeschränkungen, die sowohl hier als auch in der Chronik auftauchen, erinnern dabei wohltuend an den Weapon Master aus Soul Calibur 2. Dennoch muss ich immer eine kleine Motivationsgrenze überwinden, bevor ich in Waage der Seelen eintauchen kann. Denn so umfang- sowie abwechslungsreich die Missionen auch sind, so spröde werden sie inszeniert. Textwüsten ohne auch nur eingesprochenes Wort sorgen eher dafür, dass man die eigentlich gelungene Erzählung oder die spannenden Nebengeschichten beiläufig wegklickt, als sie in sich aufzunehmen. Man will nur noch zum nächsten Kampf. Ich war schon immer der Meinung, dass nicht Tekken, sondern Soul Calibur das Prunkstück von Bandai Namcos Prügelelite ist. Und eigentlich würde ich das trotz Zahl im Namen eigentlich eher als Reboot konzeptionierte Soul Calibur 6 mit mindestens der gleichen Wertung und damit einem Gold Award auszeichnen wie Tekken 7. Dass Bandai Namco im technischen und mitunter inhaltlichen Umfeld so nachlässig gearbeitet hat, ist sehr schade. Denn kampfmechanisch und hinsichtlich der Intensität ist dieses Soul Calibur das Beste seit Teil 2. You'll be erased.